Liebe Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, seit gestern sind die Kinderspielplätze in der Landeshauptstadt wieder geöffnet. Ich melde mich heute hier vom Apostelplatz. Hier wurde heute ein Kinderspielplatz neu eröffnet, seiner Bestimmung übergeben. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr glücklich darüber, dass die Kinderspielplätze wieder offen haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich fand, wenn man an Kinderspielplätzen vorbeikommt, wo ein rotes Flatterband den Zugang versperrt, das ist kein schöner Anblick. Und ich glaube, nicht nur viele Kinder, auch viele Eltern haben die Kinderspielplätze in der Vergangenheit sehr vermisst. Jetzt insbesondere, wo das Wetter schön ist, wo es Sommer wird, ist es ganz wichtig, dass die Kinder eben nicht nur zu Hause sitzen, sondern sich auf Kinderspielplätzen austoben können. Natürlich gelten auch hier die strengen Regeln der Hygiene. Alle Kinderspielplätze sind mit entsprechenden Schildern ausgestattet worden, wo sie nochmal hingewiesen werden über die Abstandsregeln beispielsweise und über die Grundregeln der Hygiene, die selbstverständlich auf Kinderspielplätzen einzuhalten sind, von den Erwachsenen und von den Kindern, soweit sie es eben können. Aber Gott sei Dank ist es ja auch so, dass das Infektionsgeschehen rückläufig ist. Wir hoffen sehr, dass es so bleibt. Und die Öffnung der Kinderspielplätze ist natürlich auch ein Schritt hin zu einer Normalität, die wir immer mehr bekommen in dem Maße, in dem wir aufpassen, die Regeln einhalten, aber auch dafür sorgen, dass kein unkontrolliertes Infektionsgeschehen wieder ausbrechen kann.